Hi, Dominik aus der Post-Production da. Ja, ich habe leider Teil 4 gelöscht, weil ich bin der Dominik. Und ja, ich habe zum Glück hier auf Twitch, also vielleicht da kurze Werbung, es gibt da einen Twitch-Kanal, alles live gestreamt. Das heißt, Teil 4 wird vielleicht ein weniger qualitativ, aber nicht viel. Und ich hoffe, ihr enjoyt es trotzdem und alle, die bei Teil 4 immer noch dabei sind, vielen Dank. Und ab geht's mit dem Video. Was wir in Teil 3 erlebt haben. Der nächste Strich passiert. Also wer so einen Lift in seinem... Ich bin gespannt. Wieder hinter uns. Ah, die explodiert einfach hinter uns. Ah, die ganze Hütte explodiert hinter uns. Niemand da. Niemand da. Immer denn wohl beim nächsten Part. Zum dritten Mal bei unserer Leinwand. Und schau mal, was das nächste Bild wird. Wir haben wieder nicht viel gefunden. Das Hochzeitsbild. Und Brief, welchen Brief war das? Ah, doch, ja, unten der Brief, wo oder Mutter an ihre Tochter im Keller gefunden. Das war's bis jetzt. Letztes Mal hat sich das Bild in die Flamingos verwandelt. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work. That's all. That's all. Mancher Likör ist wohl gut für die Arbeit. Schauen wir mal, ob da wieder irgendwas in irgendeiner Schublade ist. Es ist ja leer. Wieder ein Zettel. Ui. Hass. Selbst jetzt. Verloren alleine. Du verdienst es. Ein Grab für dich. Beende es. Wir können dann noch nichts auf da und wir gehen wohl auch One Layer of 4 tiefer. Vogelmäßig. Ah, er ist im Blut, haben wir vorher gefunden. Wieder mit dem Text, wie vorhat. Er hat einen Plastikschlauch genommen. Er weiß, wie man Benzin abzapft und hat sich so selber Blut abgezapft, statt eine Spritze zu benutzen. Warum jetzt wohl wieder schauen? Welchen von den unendlichen Gänge um jetzt ihn stolpern. Verschlossen ist es verschlossen. Okay, das war so wild. Können wir wahrscheinlich nicht durch. Wird wieder die Tür. Verschwommen im Hintergrund ist nie gut. Im ganzen Haus sind Zündhölzle und Bürste und Papier. Hey.
Okay. Ah, das versperrt uns der Weg anscheinend. Ah, es ist wieder, wenn du wirklich richtig stehst, siehst du, wie das Licht aussieht. Durch Fernstoße schaue ich sicher eine dumme Idee. Es ist spannend. Springt jetzt sicher ans Fenster. Oh Gott. Imitatoren, klopf, 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 ich lasse nicht rein, nur Kleider hinterlassen. Kreative Blockade. Oh Gott, jetzt erschreckt uns gleich wieder was. Wir haben wohl der Weg aus unserer kreativen Blockade gefunden. Ob ich den Weg gehen will? Oh, da wäre eine Tür. Oh. Jetzt sind wir am Fenster. Für einen Schlüssel. Es wird immer verwirrender. Schlüssel gefunden. So, das letzte war September, jetzt sind wir schon im Mai, 23. Mai. Wie können sich zwei Menschen, die sich einmal so vollkommen, so hochgradig geliebt haben, so weit auseinanderleben? Mein Ehemann spricht kaum noch mit mir. Er schlittert nur noch aus seinem Arbeitszimmer heraus und herein. Wie besessen an einem gescheiterten Gemälde nach dem anderen arbeitend. Er will nicht mal mehr mit mir schlafen. Ich weiß, dass er mich abstoßend findet. Der Blick, mit dem er mich neulich angesehen hat. Dieser erbärmliche, schmerzvolle Blick. Eine Mischung aus Scham, Schuld und Abscheu. Mir ist klar geworden, dass ich in den Augen meines Mannes ein Monster geworden bin. Es fühlt sich an wie etwas, das eine Frau niemals mitmachen sollte. Dennoch, als die gute Ehefrau, die ich bin, habe ich mich dazu entschlossen, die Fantasie meines Ehemannes wahr werden zu lassen. Wenn er denkt, ich sei ein Monster, werde ich diese Rolle verdammt nochmal ausfüllen. Okay. Jetzt wird sie eine Frau, also Psycho. Der Moment haben wir natürlich nicht warten können. Vergiss nicht, der 9.
9. Juni. Oh, wir wissen. Folge 1, Anfang. Ihr Hochzeitstag ist 9. Juni. Nicht vergessen, nicht vergessen. Jetzt uns ihren eigenen Hochzeitstag vergessen. Neumond. Ja, sorry, zu stark. Oh, wir sind wieder im Kreisverkehr meines Vertrauens. Ist rechts blockiert. Da ist wie immer noch nichts. Oh, Dominosteine sind wieder da. Liebe für Bänke, Pinsel, Dominosteine und viel, viel Papier. Oh, das ist jetzt. Ich bin noch nicht ready. Du musst die Tür wohl verschlossen sein. Man sich entscheiden. Na los. Den Keller. Oh, nicht den Keller. Oder kommt man da nur runter? Mal ein kleines normales Bild. Werde Licht. Gedacht. Mir leid. Ah. Aber bringt uns halt nichts, oder? Kann man sie auch schieben? Bringt uns der schon eher was? Ah! Genius! Sherlock Smart, den ich hat schon wieder zugeschlagen. iPhone-Wecker. Wir laufen noch gerade im Kreis. Wir laufen wirklich im Kreis. Oh, jetzt sind wir oben. Telefon ist unten. Oh. Hallo? So laut. Oh, das ist schon mal was anderes. Boah, aber nicht mit dem Sound. Kennen wir manchmal. Sehr geehrter Herr, wenn ich ehrlich sein soll, kann ich nicht gerade behaupten, dass mich Ihr Schreiben überrascht hat. Mehrere Kollegen hatten mich bereits darüber informiert, dass sie zuvor deren Meinung in dieser Angelegenheit hören wollten. Und, na, warte, wir machen das kurz anders. Wenn ich ehrlich sein soll, kann ich nicht gerade behaupten, dass mich ihr Schreiben überrascht hat. Mehrere Kollegen hatten mich bereits darüber informiert, dass sie zuvor deren Meinung in dieser Angelegenheit hören wollten. Und während es vollkommen nachvollziehbar ist, dass Patienten eine zweite Meinung einholen, möchte ich doch meinen, dass 16 übereinkommende Meinungen ausreichend wären. Dennoch bin ich aus Respekt Ihrer Frau und Ihnen gegenüber den Fall
noch einmal sorgsam durchgegangen und leider stimme ich mit meinen Kollegen überein. Unwillkürliche Muskelspasmen sind bei Patienten, die so starke Verbrennungen erlitten haben wie ihre Frau, nicht unüblich. Was sie als abartiges Grinsen oder innervierendes Kläffen beschrieben haben, wobei viele diese Ausdrücke verletzend fänden, konnte in der Tat eine Manifestation eines Nervenschadens darstellen. Die anderen Symptome, die sie erwähnten, scheinen keinen psychologischen Ursprung zu haben, physiologischen Ursprung zu haben, sondern erscheinen eher psychologischer Natur. Traumatische Ereignisse können zu schweren Stresssymptomen führen, was nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Bezüglich ihrer Aufforderungen, uns ihre Frau wieder hinzukriegen, müssen Sie begreifen, dass die Dinge, die sie durchgemacht hat, nicht einfach durch einen simplen medizinischen Eingriff rückgängig gemacht werden können. Es ist ein langer, beschwerlicher Prozess, der all ihre Stärke und Unterstützung all your strength and support. Please feel free to contact me or my colleagues should you wish to discuss a long-term rehabilitation program. Also er soll sich melden, falls er ein Langzeitrehabilitierungsprogramm machen soll. Es ist wieder der Dr. Med Robert Richards, der sein Psychotherapeut ist, der mir damals schon geschrieben hat, wegen eben seiner Frau, die sich laut ihrem letzten Brief wohl zum Monster machen wollte. Also vielleicht hat sie sich ja selber umgebracht. Oh ja. We nearly forgot. Und es klingelt halt aufgehört. Ah, oh, nein, es hat nicht aufgehört. Never mind. Es hat aufgehört. Nein, es ist wieder unten. Haben wir noch ein Ründle, ha? Huh? So. Okay, ups, andere Richtung. So ist es auch weggefallen. Nochmal nach unten. Doch, das ist dasselbe Briefnummer. Ja, hallo. Oh, jetzt bin ich wieder unten. Ja, nix da. Ah, und jetzt sind wir wieder raus aus dem Vermassel. Oder? Nee, ist Rotwein. Jetzt weg. Oh, wir sind kopfüber. Was? Das ist kranke Erinnerungen. Okay. Oh. Wir kommen doch da gar nicht an die Tür. Oh. Flapping Horror, be quiet. Flatternde Schrecken, seid still. Konstantes Flattern, fressen andere Ratten. Schade. In der Hoffnung war, dass sich der Kollege jetzt umdreht. Da nicht viel anfassen. Wieder zurück.
irgendwas übersehen, nochmal. Zum Klaue. Medaillen nur überall in dem Haus mal liegen. Und Wein. Und ein langer Gang. Na, 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 na. Ich hab Licht. Ich hab Licht. Hallo. Na? Bitte nicht. Hä? Hier, da, das Schatten. Innenausstatt ist durchdreht. Flasche Wein. Oh, wir sind wieder beim Lift. Oh, jetzt können wir in beide Richtungen fahren. Zuriko. Zum. Oh, wir sind halt schon ganz oben. Zum. Ein kleiner Abstandheber. Nicht, dass man sich die Finger geklemmt. Wenn man ja nicht. Wollt ihr aber auch nicht eine? Hallo? Nicht das Kinderparadies bei McDonald's. Da brach man wieder durch, oder? Down while you can. Jedenfalls rate ich dir als dein Anwalt dazu, von jeglichen unüberlegten Handlungen abzusehen. In anderen Worten, mach nichts Dummes. Wir haben immer noch eine Chance zu gewinnen. Glaub es mir oder nicht, ich habe schon Klienten aus tieferer Scheiße gezogen als dieser hier. Mach es nur bloß nicht noch schlimmer. Tauch eine Weile unter und lass mich gegen den Gerichtsbeschluss vorgehen. Dieser Sozialarbeiter hat es definitiv auf dich abgesehen. Wir können das zu unserem Vorteil nutzen, dich als Opfer des Systems darzustellen. Ein trauernder Ehemann, ein kurzzeitiger Verlust der Zurechnungsfähigkeit. Ein übereifriger Bürokrat, vertrau mir, das ist unsere beste Option. Wenn man bedenkt, dass du alles in der letzten Zeit durchgemacht hast, würde ich meinen, wir haben eine gute 50-50-Chance auf einen guten Ausgang. Aber nicht, wenn du weiterhin versuchst, alle davon zu überzeugen, dass du total übergeschnappt bist. Keine weiteren Wutausbrüche, kein weiteres Herumziehen oder noch besser, überhaupt keine weiteren öffentlichen Auftritte mehr. Du kannst deine Tochter immer noch zurückgewinnen. Geht es darum, dass Sorgerecht für seine Tochter will. Oder darum, dass wir schon wieder in einem viereckigen Raum mit scheiß Tortüren sind. Wrong direction. Scheiß Rad. Mitnehmen. Schön. Ratten, überall Ratten. So, so blutmäßig. So ziemlich dunkel los.
Können wir, weil wir können da, oder? Aber was, wenn? Ja, vielleicht geht die Tür da gar nicht auf. Die Tür wird auf. Die Tür wird auf und die ist... Okay, das ist nur ein Badezimmer. Hm? Ekelhaft. Hm. Oh Gott, warum? Erstmal Handwäsche. Oh, wir sind's noch. Immerhin, wir sind immer noch gleich. Stille Schwimmer. Sie verstopfen den Abfluss. Fell im Wasser. Keine Bäder für mich. Oh, und jetzt sind's Ratten. Oh, wir sind immer noch da. Hätte mir jetzt eine gewonnen, wenn wir wieder drei Gänge weiter gewesen wären. Aber Licht gerade einen. Oh! Warte, war das da auch so? Na, bei der. Oh. Und was? Schlüssel. War die erste Tür auch so? Oh ja. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Nicht, ob man alles wendet, aber... Topf. Guter Topf für den Raum. Ich glaube, das sind einfach nur die anderen Räume und ich habe den Schlüssel schnell gefunden. Der Raum. Ja. Ah, mit dem Schlüssel. Oh. Und Liebe zum Wahnsinn. Mann nach Entführung der eigenen Tochter festgenommen. Früher am heutigen Tag wurde ein typisch ruhige und friedliche Wohngegend Zeuge einer Szene wie aus einem Kriminaldrama, als ein Mitarbeiter der Sozialfürsorge unterstützt von bewaffneten Polizisten das Anwesen aufsuchte. Dem vormals bekannten und jüngst verwitweten Künstler offenbar war dieser unlängst in ein Kinderheim in der Innenstadt eingebrochen und hatte sich mit einer der jungen Bewohnerinnen der Einrichtung davongemacht. Nach Aussagen unserer Quellen handelte es sich dabei um die leibliche Tochter des Täters, die aus dessen Obhut genommen wurde. Nachdem ein Familiengericht dies entschieden hat, nach erfolglosen Verhandlungsversuchen und aufgrund der Vermutung, dass der Mann dem Kind Schaden zufügen könnte, stürmte die Polizei das Gebäude und nahm den Verdächtigen fest. Augenzeugen berichteten, dass der mit Handschellen gefesselte Mann auf die Knie gefallen sei und wiederholt gerufen habe: "Bitte, sie ist alles, was ich noch habe", während Rettungssanitäter das Kind aus dem Haus begleiteten. Eine wahrhaft tragische Wendung. Okay. Die Tochter vorher ist in ein Waisenhaus gekommen, weil sie eine Frau gestorben ist. Wir packen den Zettel nicht mehr los. Super. Ist ein Messer mit Blut. Okay, wieder geht die wilde Frau. Oh, wir haben die Entscheidung. Wir haben uns vor Anfang entschieden, wir fangen immer rechts an. Deshalb das Spiel für unsere Entscheidungen. Mitte. Und. Und retour. Licht auch nicht mal weg. Ja, schade. Ach Gott. Oh,
Oh, muss ich. Oh, das mag ich gar nicht. Alle, hat die drei mir einfach langsam mit. Wird man nicht schlecht. So genau gleich. Das ist zu, oder? Ach, ne, den Keller. Warum? War mal zum Glück am Anfang mal kurz. Nee, jetzt schon fast wie meine Westentasche. Ist da gerade weggegangen. Das ist nicht cool. Nicht. Oh. Irgendwas ladet sich da auf. Wieder Blut. Lösen sich alle Decken langsam auf. Burisch. Werde Licht. Und wieder das gute Klavier. Aha. Und mit tun den Hausherren wieder der Gefallen. Was hat uns da? Oh. So. Oh, nur dass du bitte weg kann. Okay. Irgendwas suchen. Irgendwo drunter liegt. Au. Was? Na. No. I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Okay. Eine Bilder bestanden weißer Farbe mit Knochen, roter Farbe mit Blut. Klingt nach einem Plan. Ich glaube, der Gang endet oben jetzt wieder woanders. Oh, da wäre ein Lichtschalter gesehen, Burger. Mann. Oh. Somit kommen wir wieder mal zum nächsten Layer. Was der nächste Layer sie wird, da fahren wir das nächste Mal. Oder vielleicht drücken wir mal. Weiß nicht, ob das erst immer speichert. Können wir mal kurz wieder so was gesammelt haben. Das Bild von der Hochzeit, das Bild beim Spielen,
Brief an ihre Tochter. Und der Brief von Era, dass sie ein Monster werden will. Ihr Mann sie als Monster sieht. Schubladen sind wie immer leer. Und kommen zum nächsten Layer. Schau, menschenartiger. Eichschalter haben wir. Knochenfarbe. Was? So, und damit